denke, dass die Jobsituation in Zukunft immer komplexer wird. Das bedeutet, dass insbesondere auch schon die Berufseinstiegspositionen immer anspruchsvoller werden. Insofern tun sich Bewerber schwerer, diese Anforderungen zu Genüge tun. Man spricht hier von der 80-20-Regel, die meines Erachtens zusehends in eine 90-10-Regel umdriftet. Das heißt, nur 10% der Bewerber erfüllen die Anforderungen, während 90% beim Unternehmen eher Kosten und Aufwand verursachen. Wie kann man dem entgegenwirken? Indem man klassisch nicht in diesen Bewerbungsprozess vielleicht hineinkommt, auffällt, direkten Kontakt mit den Führungskräften, mit den Rechtsanwälten sucht, Persönlichkeitsmarketing quasi, möchte ich das nennen, betreibt, indem man sich selber in eine Pole Position bringt, dass dann vielleicht einfach dieses Bewerbungsprozedere nicht mehr notwendig ist. Wie komme ich als junger Jurist zu den Informationen, die mir die Chance geben, so in den Arbeitsmarkt einzusteigen, dass ich letztendlich meine Flügel ausbreiten kann? Das ist eine gute Frage. Es gibt sehr viele Informationen, die seitens der Unternehmen angeboten werden. Es gibt institutionalisierte Plattformen, die Informationen anbieten. Die bekanntesten sind wohl Jobfairs, wo Unternehmen darauf warten, dass Studierende kommen, sich Informationen holen, dass sie mit den Studierenden sprechen können und dass man sich einfach austauschen kann. Unternehmen sind auch jederzeit gerne bereit, Anfragen von Studierenden zu beantworten. Also wenn mir zum Beispiel ein Student ein E-Mail schreibt und sagt, kann ich mit Ihnen über dieses oder jenes Thema reden, dann tun wir das gerne und ich bin überzeugt, sehr viele andere Unternehmen werden dieses Service auch anbieten. Dann gibt es natürlich die Medien, die sehr viele Informationen anbieten, die Printmedien, es gibt im Internet irrsinnig viele Foren, wo man sich informieren kann und letztendlich natürlich auch die persönlichen Kontakte. Ich denke, dass gerade im juristischen Bereich der persönliche Kontakt noch immer sehr bedeutend ist. Deswegen möchte ich jedem Studierenden empfehlen, sich zu engagieren neben dem Studium. Sei es jetzt bei der Organisation von einer Podiumsdiskussion, sei es beim Engagement in der ÖH oder bei Studentenverbindungen oder bei ISEC. Ich denke, das ist wichtig, erstens, um Fähigkeiten zu lernen, zweitens, um einfach Spaß zu haben und drittens lernt man so relevante Leute kennen, die einem später helfen können. Dadurch, dass die Anforderungen und die Tätigkeiten von Juristen immer komplexer wird, und der Auswahlprozess dadurch immer sorgsamer wird, ist es umgekehrt für Bewerber natürlich notwendig, klar herauszustellen, warum bin ich der Beste für dieses Unternehmen? Warum soll sich das Unternehmen für mich entscheiden? Und hier macht es Sinn, sich selber zu überlegen, was ist denn mein USP? Was macht mich so anders? Was macht mich besonders? Was hebt mich von allen anderen ab? Und ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns etwas Besonderes hat und das durchaus auch in unserem Kulturkreis herausstreichen kann. Es sollte nicht aufdringlich sein, aber man kann durchaus erzählen, dass man auf etwas stolz ist, was man geleistet hat. Wenn man es anhand von Beispielen tut, dann wirkt das charmant und glaubwürdig und kommt bei Unternehmen gut an. Ich denke, dass die Bedeutung der sogenannten Web 2.0-Applikationen oder Social Media Tools steigen wird. Man darf diese Entwicklung nicht hysterisch sehen und muss das einfach ganz neutral beobachten. Wichtigstes Kriterium wird sein, sich selber immer wieder zu googeln, um einfach einen Überblick zu haben, was über jemanden im Netz steht. Und natürlich bieten Facebook, Twitter und Co. auch Möglichkeiten, sich selbst zu vermarkten, sich selbst in ein besseres Licht zu setzen. Und ich denke mir, das sollte jeder junge Bewerber, der ein bisschen affin dafür ist, gezielt und natürlich auch mit der richtigen Relevanz bewertet, für sich selber nutzen. Eine Frage, die wir immer wieder hören, ist, wann soll ich das Gerichtsjahr machen? Hierzu gibt es unterschiedliche Meinungen. Eine stark vertretene Meinung ist sicherlich die unmittelbar nach Abschluss des Studiums. Damit ist auch dieser Bereich erledigt und man kann sich voll auf den Beruf konzentrieren. Es gibt auch andere Meinungen dazu, dass man sagt, man macht das Gerichtsjahr erst einige Zeit nach dem Berufseinstieg und nimmt es sozusagen auch als Auszeit, wobei man da immer berücksichtigen muss, dass man von einem Vollverdiener wieder zu jemandem wird, der etwas weniger verdient. Für manche ist das durchaus ein finanzielles Problem. Manche nützen diese Zeit auch, um parallel zum Gerichtsjahr Dissertation fertigzustellen oder zu schreiben oder sich schon auf die Prüfung vorzubereiten. Meine persönliche Meinung ist, es vorher abzuschließen, hilft.